Kestern, das erste Iserlohn fährst du durch und dann durch Kestern und dann ein paar Kilometer dahinter ist so ein Sonderparkplatz und von hier aus kann man super funken. Ich habe noch einen Kollegen dabei, einen Wiedereinsteiger, der jetzt nach über 20 Jahren ja seine CB-Einstation im Keller entdeckt hat und ich gebe mal an den weiter, damit er sich mal hier selber vorstellen kann. Grüß dich, schön dich wieder zu hören. Letzten Samstag hat das ja leider nicht geklappt, da haben wir uns ja nicht gehört. Ich hoffe, du bist auch noch fit und gesund und alles. Und ja, habe ich richtig gehört, du bist auf dem Campingplatz oder hast du irgendwo aufgebaut? Nein, ich bin zu Hause. Ja. Sehr gut, sehr gut. Du kommst hier gut an, ne? Also mach dir ein gutes Signal, ne? 8 und Radio 5, ne? Sehr geil. Ich hole mal irgendwas zu trinken, wenn man spricht, aber nicht alle, das weiß ich auch, oder? Ja, die Trinkstation, bitteschön. Cuba, Mexiko, ne? Ist halt noch ein bisschen, aber es geht einigermaßen. Ich hoffe, wir hören uns gleich wieder, später. Ja, die X-Station, bitteschön. Bitte. Hallo Lisa, grüß dich. Schönen guten Abend hier, der Jenso, Stadtprofil, Iserlohn Kessmann, Wanderparkplatz heute mal wieder. Und kommst dir gut an, machst hier 8 und 5, ne? Kommst du hier oben in Kessmann. Ja, grüß dich, Jenso, ne? Ja, letztes Mal. Ja, ich habe ja hier einen faradäischen Käfig, in dem ich ja dann das Gewitter aussitzen kann, ne? Ja, da mach ich mir keine Sorgen. Ich bleib dann hier im Auto sitzen. Ja, ich spring dann hier nicht auf der Wiese rum da und halte die Arme in den Himmel. Nein, nein. Ich pass schon auf. Aber bislang sieht das ja alles noch recht richtig geil aus, ne? Also es ist sehr angenehm hier oben, geht ein schöner Wind und ich habe ja auch einen Schattenplatz zum Parken, ne? Ja, alles okay mit dir. Hat da gerade jemand nach dem Jenso gefragt? Ja, der Jenso ist hier auf Sendung.
Co-Pilot, schön von dir zu hören, grüß dich, alles gut bei dir? Komm ich da gut rüber, Herr? Ja, Co-Pilot, ja, auf jeden Fall halte ich die Stellung hier gerade jetzt bekommen, ne? Ich bleibe jetzt erstmal hier, ne? Ich bin nachher auch noch hier. Ja, ist okay, ne? Ich kann mich nicht beschweren, ne? Ja, dann wert ist nicht ganz so aus Santiago 3, aber Radio 5 kommt hier oben an, ne? Also alles gut. Alles klar, Co-Pilot, bis heute Abend. Guten Abend, Herr Sohn. Ja, schönen guten Abend. Wladimir, weißt du das? Ja, ich bin. Also ich erkenne ich doch sofort den Wladimir, ne? Ja, ich bin jetzt angekommen, das war vorhin auf dem FM, da war einfach so viel anderer Scheiß zwischendurch, das ging ja gar nicht mehr, hat sich dann kein Bock mehr drauf gehabt. Ja, genau, bei mir. Auch wieder gewesen. Ja, 9 plus. Ja, du ja auch, ne? 9 plus Radio 5, ne? Kommt hier sehr gut an, ne? Hat sich gelohnt, ein guter Platz hier oben. Ja, genau. Alles bin ich selbst. Ja, wunderbar, so muss das sein. Immer beste Qualität, ne? Hallo, Wladimir. Grüß dich, Lisa. Grüß dich, Lisa. Ich habe lange nicht gehört, noch wieder an Radio, ne? Ja, genau, so ist das. Ja, Jenko, du wolltest schon mal gucken, ob du ja, ich nehme das mal ein bisschen weiter weg, das Mikro. Ist das so besser? Ist das so okay? Ja. Also das macht es alles gut, aber wäre das schon richtig. Das Ding ist, ne, du wirst nicht lauter, ne? Das wird nur, das geht dann nur irgendwie brachial, ne? Und, jetzt habe ich mich tatsächlich an, ne? Sonst ist man weiter weg, ne? Hat man schon mal. Das ja, ich muss mir jetzt mal abgewöhnen, dass ich da so rede, als wenn meine Taubstumme auch mal neben mir sitzt, ne? Ja, normal reden geht da auch, ne? Die Laute vielleicht, müssen mal gucken, ne? Aber Hauptsache jetzt ist gut. Ja, das ist ja so, aber du bist lachen, ne? Das klingt ja auch, ne? Das hat man sich mal und dann merkt man, wenn man da laut cool ist, ne? Dann muss die Limitation ja, ich bin ja auch gut und ambitionierter Schlafdrucker, ne? Da müssen wir alles noch lernen, ne? Da kriegen wir aber noch mit. Ja, ich habe das Bücher schon mal wieder rausgesucht, die hat mir beim unteren Karton gepackt, das Bücher sind schon mal da und im Internet kann ich ja auch suchen, ne? Ja, das ist ein Projekt, das wird irgendwann, wird das auch mal was werden. Ja, es gibt ja vor allem nur eine wirklich effektive Modulationsart, ne?
die Station, die sich da gerade gemeldet hat. Bitte schön. Ja, hier ist der Gensur, Stadtmobil, Iserlohn, Kupfern, die Anrufstation von gerade. Bitte schön. Ja, ich glaube, das war nur irgendwie ein Zwischenruf, oder? Yeah.
kriegen wir aber alles hin, ne? Also ich mache auf jeden Fall die Lizenz, ne? Und bis dahin muss es aber hier so weiterlaufen, ne? Also erstmal. Ja, das hört sich doch gut an, ne? Also wenn du uns den Motor sagst, ich mache auf jeden Fall die Lizenz, ne? Das habe ich abgespeichert. Ich habe ein Auge darauf, ne? Mal gucken. Aber ich könnte mir das schon vorstellen. Kann ich mir bei dir irgendwie gut vorstellen, dass du da irgendwie einen guten Vorteil hast. Finde ich sehr gut. Ja, wir hatten ja die Gelegenheit in Münster, konnte ich ja kurz machen. Und da hätte man sogar nach bestimmter Prüfung da die Kursgebühr wieder zurückbekommen. Aber das ist immer Montagabend und da muss ich leider Nachtschicht arbeiten. Und wäre ich da schon lange nicht kurz drin gewesen. Aber leider, ich arbeite nachts, ich muss um 8 Uhr auf Maloche sein. 19:30 fing das immer an, macht keinen Sinn. Ja, ja, also wenn ich den Internet-Test mache, da kannst du ja im Internet-Test machen, ne? Dann bin ich immer ganz bestand und durchgefallen. Ganz knapp, ne? Das muss besser werden, ne? Wenn da noch der Filter zukommt und so, ne? Das muss auf jeden Fall besser werden. Das ist noch zu wackelig. Da bin ich ja auch immer so 75% so, oder was das war, da ist ja diese Grenze, ne? Also mal schaffe ich gerade so, mal bin ich gerade so durchgefallen. Ja. Ja, ich verstehe dir vor allem eins, ne? Die Katalität. Dann stehen dir nämlich zwei sehr interessante Bänder zur Verfügung. Das ist nämlich das 40 Meter Band und das 20 Meter Band. Da kann ich dir nur raten, 40 Meter sind heute auch Schweiz, ne? Wunderbar, ne? Bin ich in der Schweiz mit etwa 5 bin ich angekommen, Gegenstation F9, ne? Also das war klasse, ne? Fand ich gut, ne? Da muss man sich keinen Kopf machen, ne? Das Baumwolle, das Sandbasen war da echt mal offen, da muss man sich keinen Kopf machen, und das Spiel ist sehr aufgeregt, ne? Du suchst dir nur die richtige Weisheit aus, und dann geht keine Band von mir, ne? Auch selbst Band auch, ne? Auch mit Anfängerschwierigen, so wie bei mir, ne? Ja, ich weiß, das hat große Vorteile. Ich habe auch schon hier so Digitalfunkgeräte angeschafft, hier zur Brandmeisterung. Ich habe auch ein eigenes Brandmeister-Hotspot zu Hause. Ich höre da ja schon fleißig mit und so. Ich finde ja auch viel für das Thema Digitalfunk, ne? Ich habe zwei Digitalfunkgeräte und da ist das schon länger am Wachsen und da dran, ne? Das ist nicht erst seit kurzem. Ja, Digitalfunk habe ich auch, ne? Aber das mache ich nur ganz selten. Ne? Ich sage immer, das ist das Handynetz. Ne? Das ist das Amateur-Funk-Handynetz. Das ist ohne Infraversorgung. Ne? Du wählst eine Nummer, spielt ja keine Rolle, ne? Ob das jetzt ein Direktfunk ist, ne? Ob du jemanden direkt guckst, ne? Oder ob das jetzt ein Signal ist. Ne? Das gibt es ja auch bei Telekom und Co. Da gibt es sowas auch. Ne? Da kann man ja auch nicht mehr bei den Leuten auf so eine Konferenz gehen. Ne? Das wird auch mit den komischen Nummern wird das gemacht. Ne? Und dann kriegen die Leute alle diese Nummern an und dann können die nur reden. Ne? Man ist natürlich das System halt in der Amateurfunk. Das Einzige, was schlecht ist, da die Modulation, ne? Das klingt nie gleich. Lisa, kannst du vielleicht einen Roger-Beat anmachen? Dann kann ich jetzt besser abschätzen, wenn du mit dem Durchgang fertig bist. Ich finde das ganz schick auf. Also, geht das vielleicht? Nee, ich habe leider keinen Roger-Beat. Alles klar, kein Problem. Geht auch so. Ja, hier das mit den Talkbooten beim Brandmeister, das finde ich eigentlich ganz schick gelöst, ne? Mit der Region, mit dem Regionalverbund und mit dem Lokal über den Repeater nur funken und Talkaround und mit dem Repeater rum, wenn man da im Nahbereich ist gegenseitig. Das ist schon eine witzige Sache, ne? Also ich fand das damals ganz interessant. Ja, das ist
Ich weiß nicht, ob ich da erst
so, ich weiß, was du meinst, aber also ich finde es gut, dass die WhatsApp-Nummern hier von meinen Bekanntschaften, von den Funkerkollegen dann habe, dass man sich auch mal irgendwie austauschen kann, weil da auch alle in anderen Ecken wohnen, ne? Wir wohnen ja nicht alle in derselben Stadt. Ja, es ist gar nicht so schlecht, wenn man vorher mal so sieht aus, wer geht heute alles raus. Ja, ich kann mich auch überraschen lassen, ne? Wenn ich da raus war, dann höre ich ja auch der und der draußen ist oder nicht. Ne? Ja, aber irgendwie ist das alles schon so ein bisschen verschwommen. Ne? Also hier so Internet, auch Facebook, WhatsApp und Funk, ne? Das ist alles irgendwie Kommunikation. Der Max Packet Radio, die haben da so ein Node irgendwie auf dem Wetterwert, da ist so ein Node, der dann mit anderen Nodes verbunden ist und dann kannst du dann da Nachrichten schreiben und so. Ja, so Chat über Modem, mit Modemgeschwindigkeit über das CB-Punkt, ne? Naja, aber das Einzige, was ich wirklich aber jetzt funken wir ja unabhängig von irgendwelchen Netzen, von Antenne zu Antenne. Du in Dortmund Westen, ich hier oben mit Iserlohn auf dem Hügel. Ne, das ist doch, das ist es doch, ne, dann macht doch auch Spaß. Ja, ich finde was Cooles. Ist der Batavia, bist du eigentlich noch bei uns, Jörg?
Bist du da noch auf Sendung? Ja, dann machst du doch so lange weiter. Das ist bestimmt deine Gattin. Ja, freut mich, Marion, dich mal persönlich zu hören. Nett, hört sich gut an, freut mich. Achtung, Marion, bist du noch da? Ach, das ist scheiße, ja, das ist blöd, ne? Ja. Und da kannst du natürlich nichts machen, ne, wenn ihr da so einen Störträger habt. Ja, das ist leider so, ne? Ja, ich denke mal, viele werden heute nicht rausfahren, weil die Angst haben vor dem Gewitter, was da angekündigt ist, ne? Mal gucken, ob ich hier heute Einzelkämpfer bleibe oder ob da noch irgendwie andere noch aufbauen, irgendwo. Ja, das Übliche, ne? Ja, schade, ne? Wärst du auf den Campingplatz gefahren, ja, ne? Dann hättest du das Problem wohl nicht so stark. Alles klar, du bist im Hintergrund, dann versuchen wir das später nochmal. Ist da sonst noch wer im Hintergrund? Hier in der B-Runde? Ich höre nur Rauschen, ich höre nur Rauschen. Lisa, was machen wir jetzt? Nur Rauschen. Ja, hier oben kommen die Wetter an, ne? Also hier oben ging das. Also von ihrer Seite her war das top, ne? Tipptopp. Aber ja, wenn die da so einen Störträger haben, ne, dann ist das natürlich schlecht, ne? Dann geht das nicht, ne? Ja, es ist ziemlich still heute Abend. Ja, mein Kollege mitgenommen, der ist mitgefahren, der ist hinterhergefahren, ne? Ja, weil ich ihm das zeigen wollte, ne? Und dann, ja, ein bisschen Stille hier, aber ja, ich glaube, der Eindruck ist trotzdem hingeblieben. Ja, genau, so hat sich das nämlich auch vorgestellt, ne? Er quatscht eine Runde, ich quatsch eine Runde, aber jetzt ziert er sich hier wie so ein kleines Mädchen, ne? Oh, scheiße, ist das doch. Ne? Ja, jetzt nicht so, dass er nicht schon mal in den letzten Wochen das Mikrofon in der Hand gehabt hätte, aber das üben wir noch. Und einen Rufnamen müssen wir uns ein bisschen ausdenken, ne? Das kriegen wir auch noch hin. Ja, kennst du, ich werde das nicht. Das ist gar nicht kennst. Was ist das denn? Wie gesagt, schon Jahre hier, jetzt muss man wieder durchlegen, muss man anfangen. Das dauert halt alles seine Zeit. Ja. So einfach ist es nicht, aber wie gesagt, wenn man Zeit hat, zum Punkt, dann macht man auch. Erstens sind wir nur auf Arbeit, von Montag bis Freitag in der Stadt. Naja, wie gesagt, an der Zeit da kann man viel machen. Da bin ich selbst, bin ich nicht sicher, warte mal ab. Es wird alles noch seiner Zeit. Erst einmal Punkt in der 90-Grad-Lizenz, dann passt bestimmt 100%, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe schon gehört, dass er 6 Monate dauert, bis er die Lizenz hat.
Das dauert ein bisschen, also es gibt nicht wegen Geld, aber nur wegen Zeit. Das ist wichtig. Ja, ich Ja,
für dich, das hat Punkt für dich. Der Kittmannsturm war, glaube ich, ganz woanders. Iserlohn Kistern hier, der Flugplatz Altena-Hegenscheid, der ist hier quasi um die Ecke. Da bin ich. Ich glaube, der Kittmannsturm ist woanders, aber kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche. Ja, guck mal, für Essen, das ist doch gut, ne? Wenn ich da in Essen ankomme, dann komme ich ja überall anders auch gut an. Nee, also ich habe hier, wie gesagt, ich habe hier den Flugplatz Altena Gegend. Ja, habe ich auch noch ein bisschen, ne? Ich höre auch im Hintergrund von Gemurmel und so, ne? Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt, aber so funktioniert ganz gut. Du machst hier echt, doch in den Spitzen kommst du auch mal an die S8 ran. Ja, es geht, ne? Ein bisschen leise, ja, aber ist okay, ne? Kommt gut rüber. Ja, klar, von hier oben geht einiges mehr, ne? Das ist zwar. Ist doch gut, ne? Also noch sieht hier nicht nach Sturm aus, ne? Ja, zieht ein bisschen Wolken auf, ne? Ja, aber ja, solange hier kein Weltuntergang ist oder so, räume ich hier das Feld nicht. Glaube ich da auch nicht so ganz dran, ne? Aber kann sein, dass es doch, ja, vielleicht Gewitter gibt, ne? Mal abwarten. Aber es kann auch sein, dass wir Glück haben, dass erst, ja, wie gesagt, heute Nacht oder morgen ganz früh ist. Hartmut, bist du noch da? Hörst du noch zu? Hermann war das. Hermann, bist du noch da? Station, habe ich das richtig gehört? Ja, bitteschön. Ja, dann machen wir mal einen Aufruf für die NRW-Runde. Ist da jemand hier für die NRW-Runde? Ist da der QRV auf der 15 USB? Jetzt der Jenso. Stadtmobil, Iserlohn, Kettbahn, Wanderparkplatz.
Ja, der Wladimir Viktor Maik, der aus Unna. Unna Königsborn, glaube ich. Unna Königsborn. Ein Aufruf an die RW-Runde, die Regenso-Checkmobil, dann der Parkplatz wieder los und bin hier QAV. Ist da jemand für die NRW-Runde? Ich hab dich schon vermisst, Stefan. Ich dachte schon, du kommst doch gar nicht mehr QAV. Ja, Stefan, also, ja, hier ist so ein dunkles Wölkchen aufgezogen, ne? Aber am Horizont sehe ich schon wieder die Sonne durchscheinen. Und hier mein Wetterradar, der sagt wohl, dass diese ganzen Gewitterfronten hier an uns vorbeiziehen. Es kann also sein, dass ich hier oben Glück habe und keinen nassen Arsch bekomme. Ja, gleiche Stelle, gleiche Welle, fragt das Test von Iserlohn. Ich habe heute mal einen Kumpel mitgebracht, der ist jetzt auf dem CB-Punkt wieder angefangen, dem wollte ich das mal zeigen, hier so Bergpunkten und so, den mal ein bisschen anfixen und der ist noch hinterher gefahren und der ist ja auch noch mit mir und ja, und dann machen wir hier ein bisschen NRW-Runde. Nein, nee, Liste meistens.
ich hier nicht hin. Das ist für Gewusel hin und her, mal auch mit 2-Meter-Funk und nee, das kriegt man nicht hin. Muss für alles so irgendwie Gedächtnisprotokoll. Ich habe das mal gemacht, da habe ich mal dann hier so 3 Seiten vollgeschrieben und ja, muss ich jetzt heute nicht haben. Ne? Später vielleicht mal, aber jetzt heute nicht. Ja, ja, Lisa, wir hatten schon ein sehr langes Gespräch, ja. Lisa, die ist jetzt gerade auf 40 Meter oder so, die wollte hier irgendwie auf Kurzwelle was gucken. Die hat weggedreht, Antenne jetzt gewechselt oder umgeschränkt, irgendwas in der Art und die kommt später wieder. Ja, genau. Ja, ich werde hier auf jeden Fall die Stellung halten, ne? Jetzt bin ich schon mal hier hochgefahren, wenn, ne? Und so wie es aussieht, schreibt das mir wirklich nur vorbei. Ne? Und dann hätte ich mal wieder richtig Glück gehabt, ne? Ja, wenn. Negativ, das ist hier, da waren welche auf FM, die da hier irgendwo in der Nähe aufgebaut haben. Ja, die Break ist gehört. Ja, ansonsten ist hier irgendwie Totentanz. Ich glaube, ich bin momentan der Einzige. Ja, die Break-Station, bitteschön. Hallo Ralf, grüß dich. Jetzt von zu Hause aus. Hast du dich ein bisschen entspannt von dem Aloha? Jo, ich bin gerade noch am Futtern. Genau, ja, ja. Genau, schönen Gruß auf den Hügel. Schönen Gruß an Stefan Stiemele. Ja, warte, so besser? Leises Radio 4. Na gut, in der Nachbarschaft werden sie sich sehr wahrscheinlich beschweren, weil ich jetzt tierisch laut bin. Ah, Rutscher deswegen. Naja, ich vermute mal, dem Ambiento fliegen jetzt die Ohren weg. Nein, alles okay, alles gut. Ja, mal gucken, vielleicht noch mal eine Stunde irgendwie. Ja, muss mal gucken. Ich bin gerade eben nach Hause, wie soll ich jetzt erstmal was essen? Kurz mal auf dem Weg nach Essen, mussten dann noch was abholen, auf dem Weg nach Essen wurde es dunkel und auf dem Rückweg ja, wieder strahlender Sonnenschein und alles tutti. Also es ist komplett wieder aufgerissen. Ja, da hat aber noch einer gerufen, QSZ irgendwie oder QRX, bla. Vielleicht hätte Jens oder mehr gehört, irgendwas mit Wellenreiter oder was ich da gehört habe.
Stefan, ich habe das schon gehört, die Station Wellenfänger. Ja, wunderschönen guten Abend. Station Dora 3, Ralf 4, Standort Dortmund. In Hamm. Ah, Rotschlag. Nein. Santiago 67, radiomäßig 45. Alles klar, wollen wir gucken. Jenso, kannst du den Kollegen deinen Namen hören? Ja, natürlich kann ich den Kollegen den Namen hören. Der kommt hier gut an. Santiago 8, Radio 5. Sei gegrüßt hier von Jenso oben, Wanderparkplatz Ketzern bei Iserlohn. Ja, mach das. Ja, Ralf, weißt du denn, wo du dann schon hinfährst, wenn du nochmal rausfährst heute? Ehrlich gesagt, nein. Ja, ist alles frei, ne? Hast du freie Auswahl. Alles frei. Ja, ja, was weiter weg ist. Aber im Nahbereich mehr oder weniger, da wird wohl alles schon besetzt sein. Ja, meinst du? Ich habe da noch keinen gehört, ja.